Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal PsychoD. Ich bin die und wie ihr sehen könnt, bin ich heute mit einer neuen App am Start, nämlich mit Fallout Shelter. Diese App wollte ich euch einfach mal vorstellen. In dieser App geht es darum, dass ihr euch einen Vault, also einen, sag ich jetzt mal, Bunker kreiert. Es gab einen Atomangriff und ihr seid jetzt in einem Bunker drin. Wir betreten mit meinem Vault. Ich bin im Vault 666. Wieso? Einfach so. Ist eine angenehme Zahl. Der Nachteil ist, diese App hier gibt schon etwas länger, ist nämlich Fallout Shelter 4 und jetzt war ich weiß 5. oder 6. ist auch schon heraus oder kommt raus. Deswegen dauert sie ein bisschen mit den Ladezeiten. Aber diese App hier ist faszinierend, die hat mich vor allem fasziniert, denn so eine App oder so ein Spiel gab es noch nicht so häufig. Oder zumindest ist mir Fallout Shelter das einzige, was mir hier so in den Sinn kommt. Und wie ihr sehen könnt, geht es darum, hier einen Vault zu kreieren. Hier habt ihr diverse Möglichkeiten, Abteilungen zu bauen, sowas wie ein Kraftwerk oder hier auch eine Residenz, also eine Unterkunft für eure Einwohner. Ihr könnt maximal 200 Einwohner haben und letzten Endes geht es hier darum, dass sie sich, sage ich jetzt mal, selbst versorgen können. Es gibt auch nämlich hier so kleine Extras wie Mr. Handy, die sammeln automatisch ein, wenn ihr nicht aktiv seid. Und wie ihr sehen könnt, ich habe mich gerade angemeldet und hier oben meine Ressourcen sind relativ voll. Und das ist ganz interessant, denn hier versucht ihr, das hier ist kein Spiel, das wohl wirklich durchsuchteln könnt und jeden Tag zocken kann, das ganz viel 3 Jahre. Nein, leider nicht. Aber das hier ist entspannend. Hier geht es wie gesagt darum, dass ihr einen gut funktionierenden Vault aufbauen könnt. Ist ein angenehmes Spiel. Ihr müsst hier nämlich, wenn ihr hier rechts klickt und hier, doch, war sogar richtig, hier auf Statistiken. Seht ihr hier unten, wie viel Nahrung pro Minute verbraucht wird. Da müsst ihr natürlich schauen, dass das sich hier deckt. Hier Produktion und Verbrauch, das Ganze für Wasser und Energie, und darum geht es nämlich. Es können hier auch Wildfeuer ausbrechen, also Bunkerfeuer ausbrechen, es können Kakerlaken kommen, ihr könnt angegriffen werden von hier oben. Ihr könnt auch, wie man hier sehen kann, Leute ins Ödland schicken, die euch Ressourcen ranbringen oder neue Leute oder was weiß ich noch was. Ihr könnt hier, wie ihr hier an diesem Icon sehen könnt, ihr könnt zwei Leute hier zusammenstecken, die können Kinder bekommen und somit auch neue Leute ranholen. Es geht hier außerdem um die Zufriedenheit, dass ihr halt schon Geld habt, gute Ausrüstung und so weiter und so fort. Der Platz ist leider relativ begrenzt, also man sieht, hier unten ist nicht mehr viel zu holen, aber momentan bräuchte es auch nicht, der Vault läuft von alleine. Ihr habt ja natürlich auch, wenn ihr hier drauf klickt, seht ihr hier unten Medikamente und hier, falls ihr radioaktiv verseucht werdet, denn es gibt ja auch Gegner, die euch angreifen können, die radioaktiv verseucht sind. Ja, mir macht diese App relativ viel Spaß, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier relativ viel gezockt, relativ weit gezockt. Hier unten seht ihr auch, man kann eure Vault-Leute trainieren, also ins Gym schicken. Ich klicke jetzt einfach mal hier auf einen drauf. Hier seht ihr nämlich verschiedene Stats. Hier Stärke, dann sowas wie Intelligenz, Charisma und. Da müsst ihr schauen, dass die Werte relativ hoch kommen, damit sie, je nachdem für welches Gebäude, wir gehen jetzt einfach mal hier drauf. Hier unten sieht man nämlich S. Das bedeutet, sie müssen hier relativ viel S haben. Je nachdem wie viel S sie haben, desto besser produzieren sie, desto besser arbeiten sie, desto mehr bekommt ihr raus. Darum geht es nämlich. Schaut, dass ihr einen gut laufenden Vault habt, um diesen Atomkrieg, dieser Atomwaffe, die hier alles vernichtet hat, gut standzuhalten und zu überleben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Danke fürs Zuschauen. Mir gefällt diese App. Euch kann ich sie nur empfehlen. Deswegen auch dieses Video. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich mal wieder eine App, die mir gefällt, vorschlage. Bis dann.